Hello, in diesem Video gibt es endlich mal wieder Bonja zu sehen. Die hatte ja echt eine ziemlich lange Pause gehabt und war auch komplett aus der ganzen Springgeschichte raus. Jetzt geht's aber wieder weiter. Hier bin ich jetzt erstmal ein bisschen geritten. Ich habe hier mal drei verschiedene Tage für euch und für mich ist es so ungewohnt. Dabei eigentlich fühlt es sich auf ihr ja wie zu Hause an, aber dadurch, dass ich jetzt hier sehr, sehr viel Miki reite, ist es doch eine komplett andere Geschichte. Auch besonders beim Springen. Hier haben wir nämlich einmal eine Trainingseinheit und der Unterschied ist auch einfach, ja, die weiß halt, wie der Hase läuft, die weiß, wie das funktioniert. Und da denke ich, muss ich einfach wieder wie immer mehr galoppieren. Das muss ich ja bei allen Pferden und kann sie aber auch einfach ein bisschen leichter lassen, sozusagen. Bonja ist ja immer sehr bemüht und ich denke, hier muss ich einfach nochmal weiterhin gucken, wie ich ihr das Leben noch ein bisschen leichter machen kann. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht so richtig am Bein habe oder sie da nicht direkt reagiert, neige ich, glaube ich, so ein bisschen dazu, so ein bisschen zu klemmen vielleicht. Muss ich mal schauen, aber man ist ja mal stets bemüht und es ist ja auch einfach ein fortlaufender Prozess. Erstmal wieder reinkommen. Hier haben wir jetzt eine weitere Trainingseinheit. Erstmal wieder warm reiten und dann ging es auch erstmal mit dem Kreuz los. Also hier bin ich wie eine Acht gesprungen, also quasi von rechts nach links und von links nach rechts. Das haben wir dann nochmal alles besprochen. Dann ging es weiter hier auch mit der blauen Geschichte. Das hat dann alles aufeinander aufgebaut, dass wir dann blau geritten sind, dann linksrum die beiden Kreuze. Und dann sind es fünf Galoppsprünge, jetzt gleich zum beigen Oxer. Und dann rechtsrum noch über den grünen Steilsprung. Und so hat sich Bonnie auf jeden Fall richtig motiviert angefühlt. Es ist immer so ein schmaler Grat zwischen Gas, Bremse, Lenkung und so weiter und so fort. Aber hat sie echt richtig gut mitgemacht. Das haben wir dann alles auch so wiederholt, dass man eben auch so Kleinigkeiten mal verändert und versucht besser zu machen. Hier zum Beispiel komme ich jetzt nicht so richtig hinten am Ochser an. Also da hätte ich ein bisschen mehr galoppieren lassen können, dass das alles ein bisschen flüssiger wird. Und das habe ich dann beim nächsten Mal versucht, was dann, kleiner Spoiler, nicht so richtig geklappt hat. Hier bin ich gleich weiter galoppiert und sollte ein bisschen flüssiger irgendwie in die Kreuze reinkommen. Und danach einfach weiter galoppieren und nicht direkt versuchen zurückzuhalten. Und ja, das war dann irgendwie doch ein bisschen doll. Da kommt auch so ein interessanter Sprung bei raus. Und dann bin ich aber auch nicht weitergeritten, weil ich das dann hat sich irgendwie nicht mehr so gut angefühlt. Deswegen mache ich hier einfach einmal eine Parade, um wieder Ruhe reinzubekommen. Und dann machen wir es hier jetzt ein letztes Mal. Das war jetzt auch deutlich besser. Hier haben wir einfach wieder fünf Galoppsprünge. Ich komme an. Reit jetzt hier rechts rum noch einmal zum grünen Steilsprung und dann haben wir es auch geschafft. Und ich muss sagen, es macht mit Bonja einfach richtig Spaß und ich hoffe, dass das so weitergeht und auch noch besser wird. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!